Da ist nur ein Medikit, da sind Enigma-Codes, nehmen wir gerne. Da ist eine Ladestation, her damit. Knarre wieder voll. Okay, die Tür geht nicht auf, aber da können wir durch. Und die Tür anscheinend einfach umgehen. Liegen bleiben. Einfach liegen bleiben. Ah, was? Aua. Arschloch. Was fällt dir ein? Wen siehst du? Danke. Hast du was sagen wollen? Irgendwie bist du unterbrochen worden. Ich glaube, für die Dinger können wir doch noch Muni sammeln. Oder wir haben die letzte Mal einfach nicht geladen. Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube, die hatten wir leer geballert. Da war was. Okay, wir müssen, glaube ich, hier lang. War schon richtig. Was? Ah, was zum... Aua, das geht ja gar nicht. Was zum Teufel war denn das? Scheiß Stand-MG. So. Wir sind tot, alles klar. Wie er uns die ganze Zeit treffen konnte und wir nicht, das ist total interessant. Wir kauern da hinter der Metallplatte und nichts passiert und ja, der kann einfach durchschießen, das gibt's überhaupt nicht. Also nicht hinter der Metallplatte, wie hinter den Rohren, eher hinter dieser komischen Panzerplatte, aber der Effekt ist derselbe. Okay, wir schießen jetzt mal einfach nicht auf ihn. Looten einfach alles, was wir können und vielleicht können wir den hier sneak meucheln, wenn er es nicht sieht. Mal gucken. Aua, hey! Was soll das? Schweine! Machen wir das doch mal, was wir machen sollen. Upsi! Aua, 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 Medikit. Wo bist du, du Sack? Wir gehen dann mal. Crouch, einfach hier durch. Rüstung nehmen wir auch gerne mit. Da liegen die Granaten von gerade. Aua. Oh Mann, wir haben sie wieder beide leer geballert. Dann nehmen wir jetzt die. Mein Fresse, nee. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Tanken. Tanken. Ja, los! So. Jetzt können wir nach da nochmal gehen, weil da sind noch Medi... Meine Fresse! Ich dachte, wir haben alle erledigt. Wo ist denn der nächste jetzt schon wieder? Haben wir es jetzt? Ne, da kommt noch einer. Hast du? Liegt er oder nicht? Liegt eindeutig noch nicht. Doch. Warum machen wir uns eigentlich die Mühe, den Scheiß hier einzeln einzusammeln? Wenn wir doch einfach den hier machen können. Es geht doch viel einfacher, als ständig hier die kleinen Packs einzusammeln. Na los, laden. Beide wieder voll. So, da war noch ein Medikit, das wollte ich noch haben. Wer war das denn jetzt schon wieder? Irgendwer hat da schon wieder auf uns geschossen.
Mein Gott. Gönnt uns doch mal unsere HP. Das kann doch nicht wahr sein. So. Weiter. Da haben wir Rüstung von dem Fettsack, den wir gesprengt haben. Da haben wir noch ein schönes MG. Das holen wir uns auch gleich. Oder auch jetzt. Da haben wir noch Granaten. Wir haben ja gerade ein paar geworfen. Können wir jetzt ruhig wieder mitnehmen. Und jetzt sneaken wir uns mal, wenn möglich, erstmal hier rein. Hör auf, das scheiß MG zu besetzen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wir schießen drauf und die besetzen es trotzdem wieder. Tanken wir erstmal das schwere MG wieder. Das ist nämlich schon fast leer. Frisch und voll. Ich glaube, jetzt haben wir's. Okay, dann mal weiter. Aufnahme hier, also laden. Hopp, hopp, hopp. Da haben wir Rüstung, sehr gut. Da haben wir ja gerade fast alles eingebüßt. Da ist noch welche. Was? 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 Da hinten. Jetzt mal hier in den Deckungsraum rein. Ist eigentlich ein Luftschleuse, aber egal. Kann man auch zur Deckung nutzen. Liegen bleiben. Das haben wir schon, das schwere MG. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Platz. Da lag noch Rüstung, habe ich gesehen. Da hätten wir uns durchschleichen können. Ist jetzt auch zu spät. Medikit brauchen wir nicht. Okay, dann haben wir uns auch durch den Raum durchgeschossen. Was haben wir hier unten noch in der Ecke? Rüstung. Wunderbar. 100%. Das war sogar eine große. Hoho. Waffe. Also Muni für die kleine Waffe. Und ein Fahrstuhl. Also die nächste Sequenz. Oder auch nicht die nächste Sequenz. Gut, dann eben nicht. Wo zum Teufel fahren wir hin? Das sieht so nach Hangar aus irgendwie. Oder auch nicht. Was zum Teufel machen wir hier? Und wo sind wir hier? Alter Schwede, was ist denn hier los? Wir wechseln jetzt erstmal ganz schnell unsere Position, weil das ist eine fette Arena. Was zum? Erstmal in Deckung. Erstmal in Deckung. Wir haben nämlich kaum noch Energie in der Knarre. Ich habe zwar gesehen, dass unten Ladestationen sind, aber die bringen uns hier oben nicht so viel. Und ganz ehrlich, ich will nicht unbedingt da unten in die Arena reinrennen. Mit dieser Knarre sind wir nämlich unglaublich langsam. Mist, Knarre leer. Okay, dann nehmen wir die. Bleib liegen. Bleib liegen, habe ich gesagt. Platz. Mit der sind wir wenigstens noch halbwegs wendig. Unsere Rüstung haben wir schon mal komplett verloren. Nehmen wir die jetzt einfach mal mit. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn wir sie wieder droppen müssen, dann ist es halt so. Wow, was zum... Wo kamen denn die Töne her? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, wir gehen noch mal einmal kurz nach unten. Dann können wir die noch mal kurz hochladen. Ich hoffe mal, wir sterben dabei nicht. Ist wahrscheinlich die schlechteste Idee aller Zeiten, jetzt hier unten in die Mitte zu gehen, wo man uns sehen kann von allen Seiten. Na, scheint doch zu gehen. Oh Mann, dauert das lange, die zu laden. Ist ja krass. Los, weitermachen. Voll. Kleine, langsame Ladestation. Das ist ja schrecklich. Was ist mit der? Ist die voll?
Die ist voll. Was ist mit den beiden? Sind die voll? Sind voll. Alles klar. Weiter. Dann mal weiter. Auf nach oben. Wo sollen wir überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, was wir hier überhaupt sollen. Die Konsolen können wir alle nicht benutzen. Da liegt Rüstung, die holen wir uns mal eben. Na los, raus da! Was zum Teufel ist das hier und was sollen wir hier? Rennen wir jetzt hier im Kreis oder was? Sind wir daher gekommen? Nee, nee, wir sind aus der Mitte gekommen. Dann können wir da raus. Das ist gut, das ist grün. Dann gehen wir da einfach mal raus. Tür auf. Im Kommandomodul wird die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. Super. Freut mich. Okay, wir sollen jetzt also irgendwie da reinkommen. Da ist eine Ladestation. Ja, ich hab's doch gesehen, aber wir sind doch eh voll. Jetzt will ich nur wissen, ob hier noch irgendwo Loot liegt oder ob wir noch irgendwo hier reinschleichen können. Ich sehe hier nichts. Da ist eine Tür. Okay, ah. Hier irgendwo noch Loot versteckt oder so dahinter. Sieht nicht so aus. Wundert mich übrigens, dass uns hier nicht mehr. Schlüssel kurz finden und dann weg von diesem öden Ort. Wundert mich, dass uns hier nicht viel mehr Gegner entgegen. Was? Entgegengeworfen werden? Ach, du lebst noch. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Weil hier sind ja schließlich überall Kameras. Die müssten uns doch eigentlich an jeder Ecke sehen können. Hier ist niemand? Praktisch. Ich glaube, da liegen Enigma-Codes. Die holen wir uns mal eben schnell, bevor hier irgendwas passiert. Nö, das ist nur... Was ist das? Zutritt verboten. Okay, sah aus wie so eine Enigma-Code-Mappe. Dann eben nicht. Dann drücken wir eben doch den Knopf. Okay. Ich drücke jetzt die Entschlüsselungscode aus. Sie haben es geschafft, Lefkowitz. Jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Oh. Er wird dich nach Berlin zurückbringen, wenn du landest. Sicherheitsbestimmungsstufe. Schnauze, Mann. Die ganze Zeit sieht uns keiner und in dem Moment, wo wir das da ausdrucken, sind wir auf einmal sichtbar. Notausgang? Keine so gute Idee. Ich meine, wir sind auf einer Raumstation. Wenn wir jetzt hier durch einen Notausgang schleichen, dann werden wir doch mit Sicherheit gleich in einem Bereich landen, wo kein Sauerstoff ist. Also irgendwo draußen. Okay, wo landen wir jetzt hier? Sieht irgendwie nicht sehr warm aus. Dieser Nebel, das scheint irgendwie kalt zu sein hier. Da kommen wir natürlich nicht raus, aber da ist... Entschuldigung, da ist eine Treppe. Liegen bleiben. Medikit für mich, Rüstung für mich. Da ist ein Ladestationchen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist hier noch irgendwo Loot? Nicht wirklich. Nur noch die. Danke. So. Die Tür geht natürlich nicht auf. Können wir die irgendwie aufmachen? Nö. Schreiben wir uns halt durch. Das gibt's doch nicht. Ja, mach den mal da unten. Irgendwo war hier eine Ladestation da. Ich sehe ihn jetzt!
Das Schlimme ist, ihr seht mich, ihr trefft mich, ich sehe euch aber nicht. Ah, shit. Hilfe, wir sind A, fast tot. Naja, fast tot nicht, aber gut angeschlagen. Und B hat unsere Waffe keinen Saft mehr. Unschön. Liegen bleiben. So. Ich glaube, das war's erstmal. Wir haben wieder erstmal alle erwischt. Da ist rot. Aber das wird nun zucken. Voll. Sag ich ja, das war es nicht wert, das überhaupt zu machen. Kein Loot, keine Codes, nix. Da will ich, glaube ich, nicht runterfallen. Okay, hier ist auch nichts in den Ecken. Wie ungewöhnlich. Dann geht's hier weiter. Zack. Ohne dass er Alarm triggern konnte, war er sofort weg. Rolltreppen? Liegen bleiben. La 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 la. Wir klauen uns hier den Strom, treiben erstmal die Stromrechnung dieser Station erst ganz extrem in die Höhe. Aber das stört uns ja, glaube ich, herzlich wenig. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Wie lange hält, wie viel hält er aus? Komm raus da, du feige Sau. Dann zeigt der Terrorist dir, wer hier was macht. Ach so, die Atemluft wird abgesaugt. Das ist ja super. Zack. So vieles hat sich verändert. Ich war zu lange weg. Sie hatten die Bombe zuerst. Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte. Sie haben alle unterworfen. Sie haben unsere Freiheit geraubt. Niedergerissen, was über Jahrhunderte entstanden ist. Sie haben die Welt mit ihrer Macht terrorisiert. Millionen versklavt. Aufstände. Rebellion. Widerstand. Zerquetscht unter ihrem eisernen Stiefel. Sie schreiben die Geschichte neu. Prahlen mit ihrer Macht. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Aber das ist ein tödlicher Fehler.